Eine komische Farbe ein bisschen, ja. Ich habe das Licht umgestellt und das hat einen guten Grund. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Reise angekommen. Ich denke, das Projekt, was ich angefangen habe, ich glaube, ich weiß jetzt alles. Ich glaube, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich jetzt weiß, wie dieses Projekt ausschaut und wie es endet. Und ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen in diesem Projekt. Und damit muss jetzt eine neue Zeit eingeläutet werden. Eine Zeit des Projektabschlusses. Deswegen werden wir jetzt eine Transition machen und damit diesen Punkt markieren, wo wir noch nicht ganz am Ziel angekommen sind, aber schon dort angekommen sind, dass wir wissen, was das Ziel ist. Ja, und deswegen ändert sich jetzt etwas. Wirst du jetzt zu Centristopia Impemplul Kappa? Nein, aber ich steige jetzt einfach mal aus diesem Theaterstück aus, für einen kurzen Moment und heiße euch willkommen. Deswegen ist das Licht auch ein bisschen anders. Wir wollen ein bisschen was ändern in Zukunft. Das soll ein Neubeginn sein, ein bisschen. Das ist das Zimmer, aus dem ich streame, was ihr noch nie gesehen habt. Wo Regenbogen-Luvegan-Flagge? Ich habe keine. Das ist doch ein Greenscreen-Hintergrund, der Greenscreen hinterm Greenscreen. Das kann auch sein, das kann auch sein, das kann auch sein. Ja, das kann auch sein. Weil irgendwie für mich muss dieses Projekt jetzt langsam ein Ende finden. Ja. Was bedeutet es, dass dieses Projekt ein Ende findet? Möchtest du mit dem Streaming aufhören oder deinen Fokus ändern? Meinen Fokus ändern. Mit dem Streaming höre ich nicht auf. Aber ich will mich mal jetzt einfach, ich will diese Kunstfigur zum Abschluss bringen. Ich muss jetzt mal, das ist jetzt so eine Schwelle, wo ich die Kunstfigur zu Ende bringen möchte, Schritt für Schritt. Und das ist der erste Anfang. Das ist der erste Schritt. Irgendwo muss man anfangen. Na, die Kunstfigur ist noch nicht weg. Ab hier geht langsam jetzt der Abbau der Kunstfigur, Schritt für Schritt. Ja, Zeit, das Projekt zu Ende zu bringen. Ja, wie ich schon gesagt habe. Die Realität sieht so aus. Dieses ganze Streamen macht mich komplett fertig. Ja, das ist die Realität. Schade, aber ich hoffe, es geht ja dann besser. Ja. Nein, es geht mir schon sehr schlecht. Ich habe die letzten 2 Tage nicht gestreamt, weil es mir so schlecht gegangen ist. Ja. Ich bin eh da, aber ich muss ein bisschen zurückschalten. Jetzt habe ich mein Projekt beendet. Jetzt geht diese Phase der Kunstfigur Proletopia zu Ende. Langsam. Ja. Übrig bleibt Erwin. Ist ein bisschen anders, werdet ihr merken. Ist nicht das Gleiche, weil Erwin keinen Grund darin sieht, Leute zu provozieren. Erwin sieht keinen Grund darin, Grenzen auszuloten, auszutesten und ständig Beefs mit Leuten anzufangen. Ja? Proletopias Aufgabe war es, Grenzen auszutesten. Proletopias Aufgabe war es, zu schauen, wie weit man gehen kann, was Meinungsfreiheit bedeutet. Erwin wird jetzt eher nicht so viel in diese Richtung machen. Also, ich glaube, ich werde viel ruhiger sein und viel mehr, also weniger Beef, mehr locker lassen, mehr chillen, weniger Kampf gegen rechts, Kampf gegen links, Kampf gegen dies, Kampf gegen das. Ich glaube aber, du provozierst die Lager trotzdem weiter mit deiner Art, weil du sie aufdeckst. Ja, inwieweit ich das noch weiter so tun werde, ist auch die Frage. Ich weiß nicht, was weiter passiert. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß nur, dass ich jetzt mal kurz abschalten muss. Das ist wichtig für die Gesundheit, für mich, für uns alle. Es ist einfach wichtig, dass ich jetzt mal. Schau, es gibt jetzt eh nichts zu tun. Mein Gegner Schlomo sitzt im Knast. Alerta, mein anderer Gegner ist nicht mehr online. Alle besiegt, Bruder. Was soll ich noch machen? Alle besiegt, Bruder. Ich gehe jetzt in den Wald, baue mir eine Hütte und fertig. Alle besiegt. Ja, nein, Spaß, keine Ahnung. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es ist niemand hat gesiegt. Niemand wird jemals siegen. Es ist einfach, das ist eine reine Selbstzerstörung. Ja, es ist eine reine Selbstzerstörung. Es ist einfach so eine furchtbare Sache. Und ich wünschte mir eine Welt, in der ich kein Feind von Schlomo bin. Ich wünsche mir eine Welt, in der ich kein Feind von Alerta bin.
Ich wünsche mir eine Welt, wo wir alle normal miteinander Musik machen können oder irgendetwas anderes Chilliges. Das wäre das Schönste für mich, aus meiner Sicht. Eine Welt, wo ich mit Dave Musik machen kann und wo Alerta Werbung für uns macht und wo Shlomo die Gitarre spielt. Das ist das, was mich wirklich erfreuen würde. Ich meine es ernst. Das ist das, was ich feiern würde, wenn ich mir was aussuchen darf. Ja? Weil ich Menschen eben nicht so sehe als als Feinde. Ja, tut mir leid. Auch wenn sie auf der anderen Seite stehen, unter Anführungszeichen. Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Feindschaft. Ehrlich, ich meine es ernst. Das ist einfach etwas so, was ich mir schon seit langer Zeit denke. Das ist das, was einen krank macht. Ne? So dieses permanent so einen Feind haben. Ja? Der hat scheiße über dich geredet, du musst das. Ja, bla bla. Ich kann das nicht mehr, Mann. Ich kann das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Es war für das Projekt interessant, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, mit irgendwelchen Figuren im Internet zu streiten. Ich habe keinen Bock, mir mit irgendwelchen Leuten im Internet da Diskussionen zu liefern, wie definiert man welches Wort und wer hat denn nun Recht und wer hat nicht Recht und mit wem darf man reden und mit wem darf man nicht reden und ich weiß auch nicht. Ja, ich habe keinen Bock auf diese Diskussionen mehr, weil die bringen nichts. Ja. Oder ich habe zumindest keine Kraft mehr und das ist einfach nicht mein Ding. Ich kann einfach nicht mit irgendwelchen Leuten Krieg führen, die ich eigentlich gar nicht mal kenne. Das ist die Realität. Weil im Endeffekt kenne ich einen Dave nicht und ich kenne auch einen Shlomo nicht und ich kenne auch einen Kaspar nicht. Und ich kenne auch irgendwelche Leute, die irgendetwas im Chat schreiben, nicht. Und ich kenne auch irgendwelche Leute nicht, die im YouTube Kommentare schreiben. Und ich kenne, weiß nicht, ich kenne viele Leute nicht. Ja? Warum soll ich mit ihnen streiten? Sie sperren, bannen, mich ärgern über sie, mich ärgern über die Dummheit, mich ärgern über Streit, mich ärgern über Diffamierungen, über Lügen, über... Was soll ich dazu sagen? Es muss irgendwann einmal Schluss sein für mich. Und für mich ist der Schluss gekommen. So. Ich will das nicht. Ja. Du kannst nicht einfach aufhören, wir brauchen dich. Doch, aber mit diesem Scheiß höre ich auf. Mit diesem Scheiß höre ich einfach auf, weil das bringt einfach nichts. Genug Streit gehabt mit irgendwelchen Leuten. Ich bin krank geworden davon. Ja. Bin krank geworden. Bin mittlerweile immer wieder im Krankenhaus. Hab morgen eine Untersuchung. Weil ich ja so, keine Ahnung, geht mir nicht gut. Ja. What the fuck? Ja, der Stress einfach, der Streit, Stress, dieses ganze Ding. Ja. Es ist nicht das Streamen an sich. Das Streamen an sich macht ja Spaß. Ne? Das Streamen ist ja lustig. Ne? Das Streamen ist ja cool. Aber irgendwie so, keine Ahnung, der Stress, den man mit Leuten hat und hin und her. Und aber vor allem, weißt du, das Schlimmste an dieser ganzen Scheiße ist, ich bin nicht mal so, keine Ahnung, was ich damit überhaupt mache. Wozu das alles? Weißt du? Die Idee war ja, Meinungsfreiheit zu zeigen. Ja, ich glaube, damit bin ich fertig, oder? Mehr gibt es nichts dazu zu sagen. Ich habe gesehen, schon niemand interessiert sich für Meinungsfreiheit. Niemand will Meinungsfreiheit. Schon gar nicht wollen Leute Meinungsfreiheit für ihr Gegenüber haben. Ja? Alle wollen Meinungsfreiheit für sich, für ihr Gegenüber will niemand Meinungsfreiheit. Ja? Und es gibt keine Meinungsfreiheit. Es gibt keine Meinungsfreiheit, weil es für jede Meinung Konsequenzen gibt. Für alles, was du sagst, wird irgendjemand kommen und wird sagen, ah, du bist ein Arschloch oder du, ich mag dich nicht oder keine Ahnung, irgendein Scheiß. Ja? Oder ich melde dich und du verlierst deinen Job oder keine Ahnung, irgendein Bullshit. Ja? Wozu das alles? Keine Ahnung, Mann. Ich wünsch irgendwie allen, dass sie einen Weg finden, klarzukommen miteinander. Das würde ich mir wünschen. Und zwar unabhängig von der Seite, auf der sie sind. Ja. Das ist, was ich tatsächlich mir wünschen würde. So viel unnötiger Streit, Alter. So viel unnötiger Stress, weißt du? So, dass ich krank geworden bin. Einfach, dass ich buchstäblich krank geworden bin. Und was hat's gebracht, im Endeffekt? Wenn man so darüber nachdenkt. Was hat's gebracht?
Die ganzen Leute, mit denen ich gestritten habe, haben sie irgendwas gelernt? Sind sie klüger geworden? Sind sie cooler geworden? Sind sie in irgendeiner Form so geworden, dass sie der Menschheit helfen wollen? Ist irgendwas positiver geworden dadurch? Bin ich positiver geworden durch die Leute, die mich beleidigt haben? Die Leute, die mich angegriffen haben? Die mich beleidigt haben? Ist irgendwas besser geworden? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es hätte uns allen viel mehr gebracht, uns die Hände zu reichen. Aber gut, ein paar deiner Zuschauer sind besser geworden. Weiß ich nicht, hoffe ich. Ich glaube, man ist dann besser geworden, wenn man es geschafft hat, wirklich das umzusetzen, was ich leider nicht geschafft habe, aber was ich gesagt habe, und ich meine das auch ernst, seinen Feind zu lieben. Wenn man das geschafft hat, seinen Feind zu lieben und das aufrechterhalten kann, dann hat man was geschafft. Wenn man es geschafft hat, so das Gegenüber zu sehen, das einen hasst oder sowas, und an der Stelle einfach zu sagen, ich hasse dich nicht. Das ist das, was ich bewundere. Und dieses ganze andere geht mir am Sack. Und ich habe es versucht mit diesem Liebe deinen Nächsten, ja, liebe deinen Feind. Ich habe das ja nicht nur gepredigt, ich habe das versucht, aber ich muss sagen, ich bin gescheitert. Hab's nicht geschafft. Hab mich dann immer wieder hinreißen lassen durch mein Ego, trotzdem Leute blöd anzugehen oder irgendwie trotzdem, ja, ziemlich beschissen. Irgendwie das Ego übernimmt jedes Mal. Aber ich glaube, das ist in diesem Streaming-Ding so. Ja. Weil ich habe das damals gesagt, weißt du, es gab eine Reaction auf Kuchen-TV. Ich glaube, das war meine erste Reaction auf Kuchen-TV. Das ist so 2021 gewesen. Das ist so 3 Jahre her. Ja, eine der ersten Reactions, erster Beef im Internet so. Da habe ich auf Kuchen-TV reacted. Und was ich gesagt habe, ist, wir sind alle nur verletzte Kinder und wir hauen aufeinander ein und wissen nicht, wie es dem anderen geht. Ich habe damals geweint, ja. Ich habe damals geweint, wo ich das gesagt habe. Ich habe das verstanden in dem einen Moment. Habe ich mir gedacht, Kuchen-TV ist einfach ein verletzter Mensch. Und der, das, was er tut, tut er nicht deswegen, weil er ein bösartiger Mensch ist, sondern weil er verletzt ist. Und ich stehe da und urteile über ihn, obwohl ich seine Geschichte nicht kenne. Und das war, wo mir jemand im Chat erzählt hat, dass er seinen Vater nicht gehabt hat. Also sein Vater hat ihn verlassen oder so. So war die Geschichte. Und wo ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, wie sehr muss dieser Junge gelitten haben, Alter? Wie sehr muss dieser Junge damals es schwer gehabt haben? Und dieser Schmerz, der in ihm ist, ist wahrscheinlich so ähnlich wie der Schmerz, den ich in mir trage, weil keine Ahnung, was ich erlebt habe. Ja? Da musste ich weinen. So, habe damals urgeweint, ja, im Stream. Hab urgeweint, weil ich verstanden habe, dass wir nur blöd aufeinander losgehen. Und dann irgendwie war der Gedanke wieder weg. Da sagt der andere irgendwas und dann ist dein Ego angegriffen und statt dass du verzeihst, statt dass du sagst, ja gut, schau, du bist mich jetzt angegangen, ja, hast irgendwas gesagt, das hat mich verletzt. Ich kann es ertragen. Ich, ja, kann es akzeptieren. Das ist halt okay, du hast es gesagt. Ich muss nicht auf alles antworten. Und dann aber runterschalten und zu sagen, hey, komm, wir finden schon eine Lösung. Ja. Das wäre die Lösung gewesen. Aber stattdessen geht das Ego los, ja, durch die Öffentlichkeit, durch, ich weiß es nicht. Ja. Deswegen so, wenn ihr mich fragt, was jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Morgen zum Arzt gehen, schauen, dass ich gesund werde. Das kann ich machen. Mehr kann ich nicht tun. Ja. Danke, dass du da bist. Ich hoffe, du kannst dir selbst verzeihen, was du dir angetan hast und auch positive Dinge erkennen, die du bewirkt hast. Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde erst in Jahren begreifen, was passiert ist. Ganz ehrlich. Also ich glaube, ich bin jetzt viel zu tief drin und deswegen will ich auch raus. Das ist der Grund. Ja. So, ich habe keinen Überblick mehr. So. Ja. Und ich glaube auch die Geschichte mit dem, wie heißt der, Agitator, ne? Jetzt. Keine Ahnung. Ich bin einfach viel zu überreizt. Ja, ich bin einfach viel zu überreizt. Gab es eine Intervention? Intervention meinst du? Find's gut, dass du dir Hilfe suchst. Du hast dich nonstop widersprochen. Es war auch Teil des Projekts natürlich. Ja. Es war auch ein Teil vom Projekt, irgendwie gegenständliche Punkte einzunehmen. Aber darüber reden wir ein andermal. Ja, darüber reden wir ein andermal.
als wäre das alles nur eine Kunstfigur gewesen. Komm, nein, 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 nein. Aber die Richtung, in die ich gegangen bin, war schon kunstbedingt. Dass ich mir überlegt habe, hier kann ich jetzt diese Abzweigung nehmen, hier kann ich diese Abzweigung einnehmen. Aber natürlich, die Emotionen, keine Ahnung, wenn dich jemand beleidigt, dass du dann beleidigt bist. Ja, das ist ja dieses, was ich sage, du kannst die Emotion nicht rausnehmen aus der Sache. Aber was du kannst, ist zu sagen, ein bisschen, in welche Richtung man geht und welche Richtung man versucht. Also wird es keine Streams mehr geben. Doch, doch, wahrscheinlich schon. Doch, aber halt nicht so wie bis jetzt. Das wird sich ändern, ja. Ich werde mit niemandem mehr beefen, das ist definitiv klar. Einfach aus dem einfachen Grund, weil es mir scheißegal ist. Na, weil das Problem ist, ich habe ein Problem mit dem Herzen, ja. Und ich will nicht, dass mein Herz mir versagt, ja, weil ich Stress habe mit Agitator, ja, weil ich habe durch diesen Stress mit Agitator jetzt die letzten 2 Tage, ja, habe ich nicht gestreamt, ne, weil durch den Stress dieser Beef, der hat mich so scheiße fertig gemacht, Alter, dass ich buchstäblich ja, Herzprobleme gekriegt habe wieder. Und deswegen habe ich nicht gestreamt. Ja. Heute streame ich und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich beende das jetzt, bevor es mich einfach, bevor ich komplett kaputt gehe. Ja. Ich war in den letzten, dieses Jahr, in den 8 Monaten, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie oft ich im Krankenhaus war. Ich weiß nicht, wie oft ich im Krankenhaus war. Ich war wahrscheinlich jeden Monat einmal im Krankenhaus. Plus die ganzen Male Rettung rufen und Dings. Und in letzter Zeit ist das so extrem geworden, dass ich in letzter Zeit gar nichts mehr machen kann. Ich bin in letzter Zeit einfach so sehr gestresst, dass ich nicht mal einfache Dinge machen kann. Ich kann nicht mal mehr einkaufen gehen. Ich kann nicht mal mehr... So, aber es gibt so viel zu tun draußen, ja. Und ich kann das nicht machen, weil ich einfach so fertig bin, weil ich einfach komplett kaputt bin, ja. Und irgendwann einmal kam so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Na gut, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja.